Die Imaginäre haben da das, wovon ich jetzt gesprochen habe, so die Kinderzeit, die Kinderzeit, die gewisse Erinnerungen, gewisse Momente fast nur, also Momente der Sicherheit, der Geborgenheit, die Eltern vom Kamin, mein Stiefvater, der ja der beste Freund von meinem Vater war, ja, der immer schon da war, mein Vater gepflegt hat, ja auch schon noch wieder, hat ja Multiple gehabt, mein Vater zum Schluss die Hände nicht mehr bewegen können und man hat ihm vorgelesen. Ja. Das habe ich so in Erinnerung. Das sind so Momente, die für mich gemütlich, Heimat, Geborgenheit, vor allem, ich sage immer wieder, ich betone diese Gewissheit, umgeben zu sein. Ja. Die ist total verloren gegangen in dem Moment, wo du den Fuß heraussetzt aus dem Zuhause. Es geht eigentlich schon verloren, wenn du heiratest und selber ein neues Haus gründen musst. Ich bin 1920 in Brünn geboren. Die Familie meines Vaters Dobelhof, die kommen aus Baden bei Wien. Meine Mutter war eine geborene Skutecki und die Skuteckis waren Besitzer einer Zuckerfabrik in Wischau in Mähren. Mein Vater kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück und konnte halt nicht mehr Staatsbeamter werden und war daher auch in der Fabrik beschäftigt. Und wir sind in Mähren aufgewachsen. Also in Wischau war ein kleines Städtchen und wie unser Haus war so 10 Kilometer weiter in einem Dorf. Und da sind wir aufgewachsen. 4 Kinder, ich bin die jüngste von 4. Das Dorf Ratsches war auch tschechisch, es war 10 Kilometer von Wischau weg. Die Ausbildung war also zuerst Schule zu Hause. Wir haben noch zu Hause gelernt. Mein Bruder, der ist in die tschechische Schule gegangen, aber wir Mädchen sind zu Hause unterrichtet worden. Und so war das halt damals. Es gab keine deutschen Schulen, nur in Brünn und in Prag, also in den größeren Städten. Und dann war ich im Sacré-Cœur im Internat. Dazwischendurch, nach einem sehr frühen Tod von meinem Vater, war ich 2 Jahre in der tschechischen Schule in Wischau, in der Kleinstadt. Aber das ist dann doch beendet worden, indem ich nach Graz intern in Sacré-Cœur gekommen bin. Ja, mein Vater war Österreicher, ja, und hat dann, wie er aus dem Ersten Weltkrieg gekommen ist, ja, hat er sehr schnell und wirklich in einigen Monaten fließend Tschechisch gelernt, weil er dann kaufmännischer Leiter von der Zuckerfabrik war. Und dazu musste er natürlich Tschechisch können. Das hat er auch gemacht, ist aber leider sehr krank geworden. Mein Vater hat MS, also Multiple Sklerose gehabt und ist mit 44 Jahren gestorben. Ja. Und das war natürlich ein sehr. Unsere ganze Jugend war, also meine Kindheit und Jugend war sehr beschattet, also überschattet von dieser Krankheit von meinem Vater. Das ist mein Papi, und das sind meine Eltern, siehst du im Rollstuhl. Wir waren deutschsprachig, haben aber natürlich fließend Tschechisch gesprochen, weil es waren die sogenannten Nannys, also die Kindsfrauen waren tschechisch oder slowakisch auch teilweise. Unsere Kinderfrauen. Also ich persönlich, wie es mit meinen Schwestern war, weiß ich nicht. Mein Bruder und ich, wir waren sehr nah aneinander und wir haben absolut wir sind zweisprachig aufgewachsen. Also es war selbstverständlich. Ich war ein Fremdkörper. Schon. Nicht wegen der Sprache, sondern wegen des sozialen Unterschieds. Es ist doch ein großer Unterschied gewesen. Die Kinder in der Schule waren die Kinder von unseren Arbeitern, nicht? Oder von den Kutschern am Hof oder so. Wir waren die Kinder aus der Villa, aus der sogenannten Villa, nicht? Und dann waren noch meine Verwandten, Schöller,
denen das Schloss gehört hat im Ort, nicht? Also es war schon so, dass wir... Das war vielleicht schon angefangen, das war auch eine politische Sache, dass die Oberschicht Deutsch gesprochen hat. Das stimmt schon. Also wir haben von Anfang an, und woher das gekommen ist und wieso, weiß ich nicht, aber wir waren immer gegen diese Deutschstümmelei. Also das war von Haus aus. Mein Vater hat immer gesagt, also wir sind international, wir sind Europäer, und schon damals, nicht? Er war sehr, sehr gescheit, sehr intellektuell und sehr bewusst, was passiert. Also Gott sei Dank hat er den Hitler nicht mehr erlebt. Aber hat uns immer gesagt, das ist als Europäer und Weltbürger, so quasi mit der Monarchie hat jegliche Vaterlandsliebe sozusagen aufgehört. Weil so weit hat man sich nicht aus dem Fenster gebeugt, dass man das ungeheure Vaterlandsliebe für die Tschechische Republik gehabt hätte. Das wieder nicht. Ja. Ich meine, man war sehr loyal dem Masaryk gegenüber, selbstverständlich. Aber er war ein bisschen, man hat es halt zur Kenntnis genommen. Und ich kann mich noch erinnern, da waren wir mit den anderen Dorfkindern, sind wir an der Straße gestanden, wie der Masaryk vorbeigefahren ist. Und da haben wir so tschechische Fähnchen bekommen, so Papierfähnchen zum Winken. Ja. Und meine Mutter hat das erfahren irgendwie, und wir haben das halt mit unseren Dorfkindern mitgemacht. Und da haben wir am Straßenrand gestanden und Väterchen Masaryk ist vorbeigefahren. Und die Mami war ganz entsetzt, hat gesagt, um Gottes Willen, wir erziehen ja chauvinistische Kinder. Mein Bruder hat auf der Seite der Tschechen, der war immer auf der Seite der Tschechen, erstens einmal ist er von der Volksschule an bis zur Matura in die tschechische Schule gegangen, egal ob sie ihn beschimpft haben oder nicht, aber seine besten Freunde und sein bester Freund, wirklich bis zum Schluss war ein tschechischer ein Mann, ein Mischer, ein Geschäftsmann, also sein Vater. Jedenfalls, der war ein Freund bis zu seinem Tod. Ja. Diese ganze Nationalgeschichte ist erst aufgekommen in den 30er Jahren. Ja. Und warum unsere Aversion, die ganze Familie und vor allem meine Mutter, die war so eine Anti-Hitler, dass damals hat ja angefangen mit den Radioansprachen vom Hitler, nicht? Und dann hat man diese grässliche Stimme gehört, und dann war das Radio war was Neues, und mein Bruder hat immer den Knopf abgedreht und hat gesagt, ja, hör doch nicht hin, Mami, hör nicht hin. Du bist wie ein Hund, der am Zaun auf und abrennt und kläfft. Ja. Wir müssen uns das nicht anhören. Das eine Jahr, wo ich in Brünn in die Schule gegangen bin, bevor ich nach Graz bin, das war ein deutsches Gymnasium, Lyzeum hat es geheißen, und da waren wir in der Klasse so 7, 28, und davon waren gut die Hälfte Jüdinnen. Mhm. Und die Bewohner von Brünn, die deutsche Bevölkerung von Brünn war jüdisch. Die Juden haben, ganzen reichen Juden, die dort ihre Webereien gehabt haben und Banker waren und Zeitungsleute und so weiter, die haben wir schon gekannt. Mit denen haben wir schon verkehrt, ja, sehr, als Kinder schon. Die haben das Deutschtum sehr unterstützt. Die haben zum Beispiel den Südmährischen Verein unterstützt, sie haben das Deutsche Theater, die Deutsche Oper sehr, sehr finanziert. Das waren alles. Dann ist der Hitler gekommen, und im Jahr 38 und 39, und dann waren keine Deutschen da, aber die halben waren Juden. Mein Großvater war so katholisch, wie ich glaube, niemand in der ganzen Familie sonst war. Und jeden Tag in die Messe gegangen und er war ursprünglich Arzt und Fabrikant. War Arzt, hat im Ersten Weltkrieg ein Lazarett gegründet in Wieschau und selber geführt als Arzt.
und so weiter. Also wirklich ein heiligmäßiger Mann. Also wer hätte da gedacht, dass der jüdischen Ursprungs ist? Keine Ahnung. Und dann, wie diese 33 gekommen ist, diese Nürnberger Gesetze, nicht? Da hat die Mami uns dann gesagt, ja, wir müssen euch etwas vorbereiten. Da war keine Rede noch, dass der Hitler in unsere Nähe kommt. Nun muss man sagen, dass meine Mutter immer sehr dramatisch war und dass er uns schon ein bisschen ein Drama draus gemacht hat, mit Recht natürlich in dem Fall, und uns gesagt hat, dass das eben so ist und dass mein Großvater eben aus einer jüdischen Familie kommt und wir wahrscheinlich also irgendwie in Berührung damit kommen werden. Und das war erst im Jahr 38, also bei der Besetzung von Österreich, nicht? Es war so, man musste nach dem Protektorat, musste man bekennen, entweder ich bin Tscheche, also Protektorat-Bürger, oder ich bin Deutscher. Ja. Ja. Aber das ist eindeutig, das hat es gegeben. Und das war das große Dilemma, weil die einen haben gesagt, wenn ich mich bekenne als Tscheche, werden die Deutschen mir alles wegnehmen. Ja? Wenn ich mich aber bekenne als Tscheche, wenn ich mich bekenne als Deutscher, wird das einmal sehr schlecht sein. Und so war es auch. Dann werden mich die Tschechen ausjagen. Und so war es auch, ja, ganz genau. Wir haben alle unsere Heimatscheine aus Waldhofen und der Thaya gehabt und unsere österreichischen Pässe bis 38. Dann sind sie uns genommen worden natürlich, dann haben wir deutsche Pässe gehabt. Ja. Ich habe geheiratet den Graf Hugo Schönborn, Besitzer von dem Schloss Kalken bei Leitmeritz. Also Leitmeritz war unsere Kreisstadt. Meine Schwiegermutter war eine arrangierte Nazi. Ja, dann, zu meinem totalen Schrecken hat sie ein Parteiabzeichen gehabt. Ja. Ich habe gedacht, der Schlag trifft mich. Sowas in uns. Aber das glaubst du nicht. Diese ganzen Aristos, diese ganzen Sudeten, Aristokraten, wie sie alle geheißen haben, die waren Nazi. Gar nicht bösartig gemeinte Nazi, sondern nur, weil sie eben zu ihren Rechten kommen wollten und weil die Tschechen sie schlecht behandelt haben. Ja, ich weiß es nicht, ob das stimmt. Jedenfalls war ich noch zu jung dazu, aber ich weiß nur, dass wie ich geheiratet habe in dieses Land dorthin und meine Besuche gemacht habe, wie man halt so tut, bei den Nachbarn, mit meiner Schwiegermutter, bei dem Fürst Klari zum Beispiel in Teplitz, genau, ein prachtvolles Schloss, wo der Liszt gespielt hat. Und also Hochkultur, wirklich, war alles bestens. Hängt im Schlafzimmer von der Tante Lidi ein Hitlerbild. Ich hab gedacht, ich bin auf einem anderen Planeten. Ja. Sowas. Also wir haben am 10. Mai 1942 geheiratet und das war dann sein Weg war nach Russland. Ich habe ihn noch bis Teschen an der schlesischen Grenze begleitet und dann ist er nach Russland und ist bis Stalingrad gekommen. Also im November ist er noch herausgekommen aus Stalingrad mit einem der letzten Flugzeuge. Er war verwundet und ist herausgekommen. Im Herbst 1944, da haben wir noch Weihnachten zusammen gefeiert und dann ist er eben nach dem Westen gekommen. Ja. Ja. Und da hat er mir gesagt, also wenn ich nach dem Westen komme, bin ich weg. War dann so, dass er in Belgien mit einem Flamen, mit einem flämischen zwangsverpflichteten deutsche Uniform, also ein Flamme, der musste auch bei den Deutschen dienen. Und die zwei haben in einem Schloss gesehen und gedacht, vielleicht können wir da, also waren auf dem Fahrrad und waren offiziell auf Patrouille, ja.
und sind in dieses Schloss hinein. Und da waren irgendwelche Mädchen und Frauen, die sie versteckt haben. Und die Engländer haben das Dorf schon besetzt gehabt. Und leider sind an dem Abend die Deutschen noch einmal zurückgekommen und haben gesucht, haben ihn gesucht, wörtlich gesucht. Wo ist der Schönbrandschwein? Ja, sie haben ihn nicht gefunden, Gott sei Dank. Aber er sagt, da hat er graue Haare bekommen. Ja, er wäre natürlich sofort erschossen worden. Und wir waren sehr unter Beobachtung. Ja, also ich kann sagen, ich war bei der Gestapo vorgeladen. Die mussten mich beobachtet haben, wirklich. Ich habe am Hof habe ich 30 Slowaken gehabt, die Saisonarbeiter. Einen Tschechen, das war der Hufschmied, war Tscheche, und der Traktorfahrer war Tscheche. Und meine Köchin war Tschechin. Und noch ein. Also so wenige, ja. Und im ganzen Dorf war noch der Autobusfahrer von der Autobuslinie, war auch Tscheche. Und alles andere waren Deutsche. Und wie die Abschiebung war, da sind wirklich alle weg. Also das ganze Dorf ist ausgeräumt worden. Ja. Na, jedenfalls konnte ich bleiben, alleine im Schloss. Und kurz nachdem die weg waren, das war in der Früh um 6, sind die alle ausgewiesen worden. Und am Vormittag sind Soldaten gekommen, also ein Militärauto und ein Offizier, der behauptet hat, dass er meinen Bruder kennt und so weiter. Also ja, sie kommen also die wertvollen Sachen requirieren. Ist mir schon komisch, aber was machst du? Alleine im Schloss, ja, ganz alleine mit 2 kleinen Kindern, 6 Soldaten, 2 Offiziere, wahrscheinlich irgendwo abgesprochen mit den Russen, das konnte ich ja nicht wissen. Jedenfalls haben sie abgeräumt und abgeräumt als Bilder. Das ist das Einzige, was übrig ist, dieses Bild. Ja. Mhm. 3 Tage später kommen 2 sehr angenehme, nette Herren, ordentliche, angezogen, aus Prag. Ja, sie kämen die Aufnahmen machen von den Wertgegenständen und einen Katalog und eine Registrierung. Und dann sage ich, Junge, es tut mir leid, aber da kommt es ja zu spät, die sind schon alle weg. Da war eine Delegation da mit 2 Offizieren und so. Und die haben geschimpft und haben gesagt, na, das ist doch unverschämt. Jetzt, das ist eine Bagage, eine Bande, die jetzt anfängt, eben diesen wilden Ausweisung. Das war aber gar nicht die wilde Ausweisung, die waren ja schon längst weg. Denn die Ausweisung hat nämlich schon eine Unterschrift gehabt, eine legale. Aber diese Wertgegenstände und so, da war nichts. Ja, ich wollte bleiben, so lange, bis mein Mann kommt. Er hat immer gesagt, er kommt mich dort holen. Ja. Das wollte er auch. Ja, er hat gedacht, er wird als englischer Soldat. Mhm. Eine Bewilligung kriegen, also mich dort zu holen. Ja. Ja. Wie ich ins Galgen war, habe ich noch nicht gewusst, wo er ist. Und meine Schwester ist gekommen und sagt, entweder du gehst jetzt mit mir, sie war immerhin 8 Jahre älter als ich, und oder ich hau dir eine Watschen. Ich hau dich, hat er gesagt, wenn du jetzt nicht mitgehst, ich kann nichts mehr für dich machen. Wir gehen jetzt weg, unser Lastwagen steht vor der Tür, wir fahren morgen nach Graz zurück mit allen unseren Sachen. Unsere Zelte sind in Prag abgebrochen und wir können nichts mehr für dich tun. Entweder du gehst jetzt mit oder wir müssen dich hier verlassen. Und das, ja, aber mein Stiefvater noch, meine Mutter war inzwischen gestorben. Meine Mutter ist im Lager gestorben bei den Tschechen. Ja, das war im Juni gestorben. Und mein Stiefvater, der war noch da, der war auch in einem Lager. Und da habe ich gesagt, den kann man doch nicht alleine lassen, muss doch jemand von uns da bleiben.
Lauter so Sachen. Ich wollte, ich sage ja immer wieder, ich sage das auch jetzt noch immer wieder allen Leuten, ein Mann geht nicht weg von zu Hause, wenn man nicht unbedingt muss. Das sage ich auch immer, wenn sie auf die Flüchtlinge schimpfen und so. Und hier die Leute sagen, glaubst du, ich wäre überhaupt nicht weggegangen, wenn es noch so schlecht gewesen wäre.